Eine Depression geht immer einher mit einer Freud- und Lustlosigkeit und einer Verminderung des Antriebs. Das bedeutet aber nicht, dass der betroffene Mensch einfach nur noch im Bett liegen muss. Aber es gibt keinen Fortschritt mehr, keine Veränderung mehr. Es kann auch sein, dass jemand immer wieder im Kreis läuft oder Gedanken im Kreis gehen. Aber ohne dass es an ein Ziel führt. Und das ist bei Depressionen aus meiner Erfahrung immer vorhanden. Auf die eine oder andere Art und Weise, denn jede Depression ist individuell. Es gibt nicht die Depression, sondern jeder Mensch hat seine Depression. Und dementsprechend braucht es auch eine individuelle Behandlung, um eben aus dieser Depression einen Weg aus der Depression herauszufinden. Auslöser für Depressionen kann vieles sein. Wir gehen davon aus, dass die Depression durch innere Konflikte ausgelöst wird, wo wir noch keine andere Möglichkeit haben. Man kann sich das vorstellen, ich stehe an einem Scheideweg und muss mich entscheiden, gehe ich rechts rum oder gehe ich links rum? Und ich habe für mich noch nicht entschieden, welchen Weg ich gehe. Ich bleibe auf dieser Kreuzung stehen und gehe nicht weiter. Ich habe noch nicht alles an der Hand, um mich entscheiden zu können. Das heißt, ich weiß, so wie es bisher gelaufen ist, geht es nicht mehr weiter. Ich weiß aber noch nicht, was ich anderes machen kann. Ich sehe den anderen Weg noch nicht. Und da möchten wir Ihnen helfen, einen eigenen, einen individuellen Weg zu finden. Und das machen wir hier in einer familiären Atmosphäre, die individuell auf Sie zugeschnitten wird, dass Sie für sich den Weg finden, den Sie brauchen. Es ist nicht unser Weg, sondern es ist Ihr Weg, den wir gemeinsam mit Ihnen suchen. Und da haben wir natürlich unsere entsprechenden Möglichkeiten. Das sind vor allem die Einzelgespräche, wo wir einen großen Wert drauf legen, aber auch die kreativtherapeutischen Verfahren, wo ich an diese Konflikte herankommen kann, wo ich herangeführt werde an meine individuellen Lösungen. Es gibt keinen Muss für eine Medikation. Mein Grundsatz ist, eine Medikation kann keine Veränderung herbeiführen, aber sie kann die Bedingungen für eine Veränderung schaffen, um dann einen Schritt weiterzugehen, einen Schritt auf dem Weg raus aus der Depression.